Und das ist, warum man argwöhnen kann, dass diese Finte auch wieder letztlich nur der Reproduktionsteleologie dient, der Entelechie des Aristoteles, nämlich einer scheinbaren Zielwohlgeordnetheit und Gerichtetheit allen Seins, dass es nämlich mit einem Glücksgefühl des Erhabenen, des Erleuchteten, des Beseligenden, des gar Levitierenden einen ausstattet, diesem jubilatorischen Überglücksmoment mehr noch, heller noch und lichter noch als tausend Sonne, glücklicher noch als das größte Glück. Eine stille Freude unsäglichen Ausmaßes, unaussprechlichen Ausmaßes und unbeschreibbarer Struktur. Denn man muss immer sich fragen, wenn Glücksgenießen ausgeschüttet wird, dass das dann immer einem teleologischen Ziel, einem Zweck dienen muss, sonst würde der Organismus diese Energien, die ihm anzeigen, dass dahin die Reise geht, wohin es gehen soll, nicht ausschütten. Es hat immer teleologische Zwecke, sodass man sogar bei den axiomatischen Evidenzerlebnissen fragen kann, wenn das so klar wäre und wenn dieses Heureka-Gefühl, wenn das so klar wäre und einsichtig in sich selbst, dass 1 plus 1 2 und einmal 1 gleich 1 ist, wo doch klar ist, dass es eine 1 gar nicht geben kann. Wenn es also klar ist, dieses Evidenzerleben, das jeder mal erlebt schon hat, warum benötigt es dann dieses jubilatorischen Effekts, der hinzuaddiert wird, überhaupt noch? Warum reicht diese rationale Erkenntnis der Selbsteinsichtigkeit nicht aus, wenn sie grau und deutlich sozusagen nach der Empfindungsfähigkeit eines Bock in sich schon einsichtig wäre? Wozu muss es dann noch jenes taumelnde Gefühl der Befriedigung, das sich im Laufe eines Lebens nur selten, aber doch einige Male einstellt, immer dann, wenn ein komplexer Knoten sich wieder neu geordnet hat? Siehe die Beispiele von Kekulé, wo sich Ouroboros in den Schwanz beißt, als das Phenolmolekül beispielsweise . Das ist eben deshalb notwendig, damit zum Beispiel geglaubt werde, dass 1 gleich 1, dass das Sein 1 sei und ganz und in sich stimmig und die 1 geschlossen und eine symbolisch glatte Oberfläche einer Kugel hätte, wo es doch im realen ganz anders sich verhält. Dort ist das Beispiel des Menon, das Sokrates mit dem Sklaven anstellt, indem er ihm die Hypotenuse in den Sand zeichnet und dann die Frage stellt, wie groß das doppelte Quadrat sein müsste, das Quadrat sein müsste, dass die den doppelten Rauminhalt habe. Wobei dann die Entstehung der Mathematik darauf folgt, weil die Hypotenuse eine irrationale und nicht lösbare Zahl ist. Das ist aber nur dann so, wenn die symbolische 1 eine geschlossene Ganzheit, eine Vorstellung eben der Einigkeit, der Einheit, der allumfassenden Geschlossenheit der Sphärenkugel ist. In der Wirklichkeit würde das kein Problem machen, denn wenn sie die Hypotenuse in den Sand malen auf die Tafel der Geometrie, dann wird das halt mal ein Sandkorn mehr und mal ein Sandkorn weniger sein in der Avogadroschen Linie dieser Anreihung der Sandkörner und somit kein Problem machen.
ob das nicht aufgeht, denn im Realen geht immer alles auf.